Mein Name ist Tobias Eisenberg. Ich bin Molekularbiologe an der Universität Graz und forsche am Prozess der Autophagie. Autophagie ist ein unheimlich faszinierender Prozess, der es Zellen ermöglicht, sich vor Schäden zu schützen. Man kann sich das ungefähr wie eine Art zelleigene Müllabfuhr vorstellen. Zellen können geschädigte Bestandteile verpacken und einem Abbau zuführen. Und diese dabei gewonnenen Nährstoffe wieder recyceln und dem eigenen Stoffwechsel zuführen. Allerdings wissen wir, dass im Alter oder bei Stoffwechselstörungen die Autophagiefähigkeit von Zellen wieder abnimmt. Wir versuchen herauszufinden, wie man die Autophagie wieder aktivieren kann. Was man bereits weiß, ist, dass Fasten sehr effizient Autophagie auslösen kann und tatsächlich auch in Zellen und Organismen gesundheitsfördernde Effekte auslösen kann. Wir sehen das vor allen Dingen in Modellorganismen wie Fliegen oder Hefen, aber auch erste Humanstudien weisen darauf hin. Eine weitere Substanz, die Autophagie fördern kann, ist das natürliche Polyamin Spermidin. Spermidin kommt in zum Beispiel Weizenkeimen, Nüssen, Pilzen, aber auch vielen Pflanzen vor und auch bei uns im Menschen, in unseren Zellen. Und wir sehen, dass insbesondere alte Zellen von Spermidin profitieren und Autophagie wieder besser aktivieren können. Warum ist das so wichtig? Altern bringt das Risiko chronischer Erkrankungen mit sich. Das sind zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, aber auch Stoffwechselstörungen und eine Fehlfunktion des Immunsystems. Wir untersuchen, ob Fasten oder Substanzen wie Spermidin die Entstehung, aber auch das Risiko dieser Erkrankungen verzögern können. Autophagie ist nur ein Baustein in einem größeren Puzzle. Es gibt andere Bereiche in der Altersforschung, die eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel die Neubildung von funktionellen Proteinen, aber auch der Fettstoffwechsel, der, wenn außer Balance geraten, zu Übergewicht oder auch krankhafter Abmagerung führen kann. Das sind alles Dinge, die wir am Institut untersuchen. Gemeinsam mit den medizinischen Universitäten in Graz, Wien und Innsbruck wollen wir unsere Grundlagenforschung hin zu klinischen Untersuchungen bringen und den Präventionsgedanken stärken. Ich glaube, dass in unserer alternden Gesellschaft die Medizin der Gesundheit immer wichtiger werden wird.